Diese Flöte wird reichen. Ja, dann wird Omar seine Nasenflöte gegeben. Omar schaut belustigt und gerne an und gibt sein Bestes auf der Nasenflöte. Das ist auch ein Geschenk, Danke. also du kannst Danke. die Nasenflöte gerne behalten. Bin Herzlichen ich eifrig. Glückwunsch, du bist jetzt im Besitz einer Nasenflöte. Was für Oh, eine da muss ich Musizieren lernen. Katzenmusik, da spielen wir gerade. Kannst du dir gerne in dein Inventar aufschreiben, die Nasenflöte von dem Händler Gaftar. Dann werdet ihr die nächsten Stunden hören, wie Oma wie ein Kind jetzt die Nasenflöte durchprobiert und einzelne Klangfolgen, ganz einfache Klangfolgen versucht zu spielen. Aber Gideon klingt es auch nicht unbedingt besser. Ihr merkt, wie ihr deutlich ruhiger werdet. So, regeltechnisch schlechte Eigenschaften sinken um 3 Punkte. Ich hoffe, ich schlafe schnell ein. Okay, ja, ihr könnt dann noch versuchen, die restlichen Stunden zu schlafen. Wenn ihr euch dann noch diesen Hirsebrei in eure Mägen schaufelt und versucht, diesem Wind nicht zu lauschen. Aber es ist trotz der Zeltplane über euch, es ist viel zu warm. Und kurz, wenn ihr dann irgendwie weggedummert seid, werdet ihr schon wieder geweckt und die Zelte abgebaut, die Zeltplanen abgebaut. So dass ihr mit ziemlich übermüdeten und dann auch sandigen Augen euch versucht dann wieder so ein bisschen den Schlaf wegzureiben, viel ja, das ist voll der Sand. Und dann geht die Reise weiter. Ihr habt dröhnende Kopfschmerzen. Alle, vielleicht Omar nicht, Omar wohl nicht, aber die anderen drei Mittelreiche habt dröhnende Kopfschmerzen. Geht schon wieder los. Dieser Wind, sowas mit Kopfschmerzen. Verdammt. Wir sollten mehr trinken. Es ist auch immer noch fürchterlich warm. Ist euch das aufgefallen? Ja, man sollte meinen, nachts, ihr habt nicht gesagt, es wird nachts kälter? Also wir haben es jetzt 14, 15, 15 Uhr haben wir es jetzt. Die Mittagshitze ist auf alle Fälle weg. Es hat sich jetzt halt alles super aufgewärmt, aber ihr habt nochmal 4 Stunden, bis ihr dann kurz vor der Nacht noch einmal weiter rastet. Also ich mir Kapuze über den Kopf ziehen und dem Kamel hinterher stapfen. Wenn ihr regelmäßig zu eurem Wasserschlauch greift, dann könnt ihr von Mal zu Mal spüren, von Stunde zu Stunde, wie sich wohl mehr und mehr Leder aus dem Inneren löst und dann auch ja, so einen wirklich ekelhaften Geschmack auf eurer Zunge hinterlässt. Und auch das Wasser selbst wird nicht wirklich gut schmecken, sondern abgestanden. Sowieso ist es warm und es macht keinen Spaß zu trinken, auch wenn euch euer Körper anschreit. Doch mehr und mehr zu trinken. Und dann, kurz vor Sonnenuntergang, gibt es die Anweisung vom Karawanenführer, dass ihr ja irgendwo an einer Stelle, die er für gut befindet, das Nachtlager aufschlagt. Die Tiere werden abgesattelt und es werden einige Fußfesseln an den Vorderläufen angebracht, damit die in der Nacht nicht weglaufen. Dieses Mal werden die Zelte richtig errichtet und es wird ein bisschen Lagerfeuer gesucht, was aus nur wenigen Stöcken besteht. Und es wird wieder einmal das Abendessen zubereitet. Wieder einmal Kascha. Wenn ihr möchtet, könnte Omar oder ich ein Feuer machen, was ohne Holz auskommt. Nun, wir haben noch etwas an Stöckern übrig. Meint ihr Magie? Er nickt. Nun, Rashtula wird uns mit seinem Feuer segnen. Es wird reichen, ihr müsst eure Kräfte nicht verausgaben. Ihr könnt selbstverständlich zaubern, wenn ihr möchtet, für euch. Aber nun, uns binden die Gesetze von Rashtula. Seine 99 Gesetze haben selbstverständlich auch etwas zu Magie gesagt. Ab dem 77. Gesetz, aber eure Glyphen sind noch bisher nicht weiter fortgeschritten.
Wir sollten weiter lernen, dann kann ich euch die Magie beibringen. Ich möchte keine Magie lernen, ich möchte eure Gesetze kennenlernen. Nun, Rastula sagt, stärkt Geist und Körper, wenn ihr Gebet und Kampf sucht. Die sind die stärksten Waffen. Man besudelt sich nicht mit schändlicher Magie der Echsengötter. Man meidet sie. Eine vernünftige Einstellung. Wieder etwas, was wir gemeinsam haben. Magie ist schändlich. Manche Magie ist schändlicher als andere, aber der Herr Preis sieht sie nicht gerne. Nun, die Echsengötter. Ich glaube, ihr betet zu Sinde, nicht wahr? Ich bete nicht zu Sinde, nein. Ich aber sie Preis. Kommt in eurem Pantheon vor. Oder Zah. Ich würde nicht so weit gehen, sie als Echsengötter bezeichnen. Sie waren schon immer. Sie haben sich nur den verschiedenen Völkern auf verschiedene Weise gezeigt. Lieber Prayadu, was der Mann meint, ist, dass wir auch zu Hesinde beten. Nicht nur zu Hesinde, sondern auch zu Hesinde. Und sie gab euch eure schändliche Magie. Aber wenn wir schon über die stärksten Waffen, Geist und Körper und Gebet und Kampf reden, was haltet ihr davon, wenn wir euch doch etwas anderes zeigen, indem wir Spezialisten sind? Immerhin ist dies eine Lehrreise und wir möchten euch Rashtula Wakba näher bringen. Was wollt ihr uns dann lehren? Rot und weiße Kamin. Effendi, dafür haben wir noch Zeit. Vielleicht in Käft, aber wir möchten euch den Ringkampf zeigen. Den Ringkampf? Nun, ich hatte sowas in meiner Lebenszeit etwas gelernt, um Körper und Geist zu stärken, aber seitdem habe ich nicht mehr gerungen. Also ich muss euch vorwarnen, ich war schon in die ein oder andere... Nein, ich habe noch nie gewonnen. Der Gottgefällige besudelt den Kampfplatz nicht mit seinem Blute. Deswegen ringen wir. So, von mir aus kann, also, ich würde das mal ausprobieren. Möchte sonst noch jemand? Gewiss, es kann nicht schaden, etwas von fremden Kulturen mitzunehmen. Also gut, dann. Stellt euch hin, etwa beinbreit, geht tief in die Knie. Ihr braucht einen niedrigen Körperschwerpunkt. Und meine Sandalen abstreifen und mein Gewand ausziehen und mein Kaftan. Ja, du merkst, dass der Sand immer noch warm ist, aber er wird weniger. Also es ist zumindest erträglich, dass du jetzt auch auf dem Sand mit ohne Sandalen laufen könntest. Den Kaftan sorgfältig falten, daneben legen. Also ich bin bereit, breitbeinig und etwas tiefer. Ja, so kenne ich es auch. Und jetzt? Ja, du merkst, wie er wohl mit seinem Bein nach dir wischt. Also er tritt dich nicht, sondern er versucht, dir die Beine wegzuziehen. Mit seinem, tritt es wie gesagt nicht. Also er wischt nach dir. Ich würde in ihn hineingehen und meinerseits eine Grifftechnik anbringen wollen. Ich bin zwar nicht besonders gut darin, aber ja. Ich probiere den Angriff zu kontern. Dann würfel einfach mal eine Ringenparade. Während er dessen wird er schon versuchen, auch deine Hände festzuhalten. 1. Okay, eine herausragende Parade, sodass du dann eben über seinen Fuß drüber steigen kannst. Stellst dich dann so ein bisschen in den Angriff rein, hältst ihn fest und er versucht dich festzuhalten. Er stößt dich dann aber auch wieder weg. Aha, das war sehr gut. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ihr braucht einen niedrigen Körperschwerpunkt, genauso wie ihr es eben getan habt. Und wenn ich nach euch wische, dann, ihr geht drüber hinweg. Das habt ihr eben ausgezeichnet gemacht. Sehr gut. Nun, gibt es bestimmte Griffarten? Zu den Griffen kommen wir noch. Wir sind erst einmal dabei, dass wir euch einen sicheren Stand verschaffen. Und dabei geht er zum nächsten und wird dann nach Omar wischen. Oh, nein. Ich übe mich nicht im Ringkampf, aber ich schätze das Angebot sehr. Ich bin nicht für den
Nahkampf geschaffen, muss ich gestehen. Der Gottgefällige übt sich im Kampf. Nicht nur den Geist, sondern auch den Körper, Omar. Nun, es gibt einen wahrhaft... Es gibt auch andere Arten, den Kampf zu suchen. Für die Mittelländer ist das beispielsweise allein der Gang durch diese Wüste ein Kampf für sich. Aber solltet ihr es trotzdem als Beleidigung auffassen, dann werde ich mich natürlich dem Kampf stellen. Versucht es wenigstens. Alles klar, ne? Versucht es. Ringparade willst du von mir? Ringparade. Das ist geschafft. Ausgezeichnet. Der Gottgefällige weiß, wie er sich mit Disziplin wehren kann. Ja, und so wird er euch ein bisschen die Ringenschule beibringen. Im Uno aus dir. Bauer Rogel, wie sieht's denn bei dir aus? Ich möchte gerne gegen Priodur ringen. nee. Wenn nur gegen den Meister. Ja, ich würde natürlich auch gegen den ringen, aber ich bin natürlich grottenschlecht, aber das stört mich. Ja, ist doch egal, einfach mal würfeln. Ich würde es sogar parieren und fassen. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, es geht erstmal um Beinarbeit, dass ihr tief steht, dass ihr trotzdem eure Füße hochziehen könnt und dann eben auch nicht stehen bleiben sollt, so wie es roh bei den Torwalern wäre. Sondern es ist elegant, ein Wischen und Wedeln vielleicht, so wie der Wind der Wüste, wenn ihr ihm dann ja, nicht stehen bleibt, sondern wenn ihr euch verändern lasst, mit dem Gegner tanzt. Ja, und so könnt ihr die erste Nacht in der Wüste gastieren. Die Temperatur fällt um 20 Grad nach unten ab. Wir hatten es eben um die 40, jetzt sind es nur noch 20. Und dadurch, dass ihr den ganzen Tag geschwitzt habt und euch das Wasser fehlt, was ihr jetzt natürlich noch weiter trinken könnt, aber weil ihr geschwitzt habt, würden diese 20 Grad unglaublich kalt werden. Einige reden zwar davon, dass es friert in der Wüste des Nachtens, aber das ist hier wohl nicht der Fall. Vielleicht könnte das noch passieren, gerade wenn dann auch keine Wolke am Himmel ist, auch in der Nacht nicht, und ihr dann auch das den Sternenhimmel erkennen könnt, wie euch dann über euch scheint. Ihr könnt nochmal kurz überlegen, Niobare hatte damals vor vielen Jahrhunderten diesen Sternenhimmel abgezeichnet und ihre Prophezeiung geschrieben. Aber da gerade dadurch, dass keine Wolken da sind, kühlt das eben auch alles relativ schnell ab. Und der Sand speichert die Energie sowieso nicht allzu gut. Sodass ihr euch dann fröstelnd in eure Decken hüllen könnt und die erste Nacht in der Wüste schlaft. Ich wollte mich auch nah ans Feuer von den Nomaden sitzen, von diesen Führern, von diesen Mavlis. Ja. Und das natürliche Feuer genießen und mich hier rankuscheln. Ihr dürft mal alle eine Wildnislebenprobe machen. Oh. Muss ich würfeln? Du musst nicht würfeln, nein, aber die anderen dürfen. Ich hoffe, irgendwer setzt sich in den Skorpion. Genau das. Oh, Omar. Oh Mann, Omar. Ja, Omar, du hast dich gerade ein bisschen hingelegt, versuchst so ein bisschen... setz dich ans Feuer zu den Marflies oder wo sitzt du? Ja, wahrscheinlich. Ja, dann kannst du spüren, wie sich unter dir so ein bisschen Sand bewegt und irgendwie wird was weggeschoben und plötzlich blickst du in die schwarz geschuppte, diese merkwürdigen Augen. Viele sind das wohl an der Zahl, schwarz, hasserfüllt von einem Skorpion. Du würdest sagen, groß wie dein Finger. Kleine Zangen, großer Schwanz. Er leuchtet, zumindest der Schwanz leuchtet gelb. Das ist nicht der Augenblick, um eine Tierkundeprobe zu würfeln, um zu herauszufinden, was das für ein Tier ist. Ich möchte vorsichtig aufstehen, keine ruckartigen Bewegungen machen und Distanz zwischen mich und dem Tier bringen. Wenn es sich bewegt, dann hechte ich. Gib mir mal eine Abrichtenprobe. Aber es ist kein richtiges Abrichten. Gewandtheit. Zum schnell aufstehen, zum Weghechten. Und das soll gelingen. Auch dein Körper ist von der Wüstenhitze ausgezehrt, aber du rollst dich so ein bisschen nach hinten ab über deine Schulter. Bist doch ganz froh darüber, dass dir der Händler noch vor wenigen Augenblicken etwas über
Schwerpunkt erzählt hat und dann eben auch zum Abrollen beim Ring. Und so führst du die Rolle nach hinten über deine Schulter aus, legst deinen Kopf ein bisschen zur Seite und siehst, dass der Skorpion dann eben auf eine angenehme Entfernung ist. Einer der Marftlis wird dann schnell mit seinem Schwert nach ihm schlagen und ihn dann halbieren, sodass du dann auf die zuckende Kreatur am Boden blickst. Mein Finger in Richtung des Skorpions ausgestreckt, als der Mafti ihn mit dem Schwert zerteilt und nickte ihm nur einmal zu. Und da hatte ich doch vor wenigen Stunden erst von denen erzählt. Da wurde ich so schnell überrascht. Brashtula Akbar. Sagte doch Rogel, das ist eine tatsächliche Gefahr hier. Ah, ist das einer dieser Skorpione, über die ihr gesprochen habt? Lasst mich die doch mal anfassen. Ich möchte dieses Tier mal mir angucken. Das ist für Bauer Rogel vermutlich das erste Mal, dass er einen Skorpion wirklich sieht und nicht nur davon hört. Ja, eine schwarze kleine Kreatur erinnert dich nicht an eine Ratte, so wie das beschrieben worden ist, sondern schwierig. Schuppenartig, hart, klein, also so super kleine Schuppen und die Zangen sieht aus wie so ein Hummer, würdest du fast meinen. Aber der Schwanz nach hinten, gut, der ist auch hummerförmig, aber eben nach oben gebogen und er ist unglaublich dick. Du kannst auch so ein bisschen mit deinem Finger, was dir ungläubige Blicke von den Novadis bringen, kannst du mit deinem Finger gegen den Schwanz gegenpicken und siehst du wieder, wo so ein gelbes Sekret rausgedrückt wird. Ja, ist ja ein durchaus spannendes Tier, aber also es kribbelt ein bisschen an deinem Finger. Und es kribbelt ja sogar und dann würde ich das verreiben. Ja, verreibst es ein bisschen und dann kannst du die nächsten, ja, bis zum Sonnenaufgang spürst du deinen Finger zumindest nicht mehr. Julian würde übrigens den Abend noch nutzen, um sich ein, zwei Meter vom Lagerfeuer zurückzuziehen und etwas zu meditieren und die Wüste um Heilung und Kraft zu geben. Ja, wenn du dich so ein bisschen abseits setzt und in den Wind lauscht, du hattest ja schon diese namenlose Melodie gehört. Jetzt hast du eher ein Gefühl, es ist nicht der Wind, es ist windstill geworden, aber du hast eher so ein Gefühl, als würdest du so eine Art Klackern oder Schaben im Untergrund wahrnehmen, als würde dort irgendwas Großes sitzen und Sand weggraben. Vielleicht auch so eine Art Pirsch an euch? Irgendwas Gewaltiges muss dort unten wohl sitzen. Aber das ist nur so ein Gefühl. Okay, dann könnt ihr die Nacht dort verbringen. Ich würde sich Lebenskraft des Dolches einbenutzen. Was, glaube ich, bei Sonnenbrand und Co. auch wegheilen dürfte. Ja, was macht das Dolchritual Lebenskraft? Der Druide ritzt sich die Handinnenfläche mit dem Dolch, was ihn einen Lebenspunkt kostet. Nimmt dann den Dolch mit der verletzten Hand, steckt die Klinge in den Boden. Bleibt mit ihm in Berührung und konzentriert sich. Ein so geweihter Vulkanglasdolch ermöglicht es dem Druiden einmal pro Tag RKP Sternchen halbe, in meinem Fall also 7, Lebenspunkte aus dem Erdreich zu ziehen und so verlorene Lebenspunkte zu heilen. Okay, also es ist unabhängig vom Humus, du brauchst einfach Bodenkontakt und dementsprechend spendet dir das Erz das. Okay, ja, dann merkst du, wie sich so eine Art Sandschicht über deinen Sonnenbrand legt. Der bröckelt doch immer lustig ab. Wenn du dich bewegst, merkst du, wie da wohl Sand runterbröckelt. Aber wenn du wieder hinguckst, ist da wohl wieder neuer Sand vielleicht nachgewachsen oder hingeweht. Sieht fast aus wie so eine Art Sandrüstung. Zumindest hilft es gegen den Sonnenbrand und kühlt dich ein bisschen. Normalerweise, gerade wenn du dich im Wald oder so etwas damit heilst, dann weißt du, dass da mal Käfer oder sowas kommen, die das dann mit irgendwelchen Sekreten und Säften zumachen. Das sind verschiedenste Arten, wie dann die Natur dich heilt oder wie der Humus dich heilt. Erz tut das anders. Aber es wirkt genauso. Peeling und Akupunktur.
Ihr könnt am nächsten Tage weiterreisen. Es ist beschwerlich und die Novadis können euch mit ihren zahlreichen Tipps auch das ein oder andere Mal retten, gerade wenn es dann gegen Skorpione gibt, die euch das ein oder andere Mal das Leben schwer machen wollen. Rogel, du kannst deinen Finger wieder spüren, aber er ist ein bisschen verfärbt, zumindest gelblich. Und am nächsten Tage erreicht ihr die erste Oase, wo ihr eure Säcke mit Wasser füllen könnt. Neues, frisches Wasser. Die Oase selbst, einige Palmen wachsen hier. Ihr könnt auch erkennen, wie Kakteen nach oben wachsen und wuchern. Und auch hier dann diese dann bedient werden. Einige kleine Mechanismen, die man dann aus Holz hohl hineintreibt, um sie zu melken. Fast wie Kamele werden sie gemolken, dass wenn das Wasser aus den Kakteen herausläuft oder wie sich andere Leute einige Stauden abbrechen und dann zerkleinern, trocknen oder rauchen. Das Leben hier in der Oase ist anders als das, was ihr in der anderen erkannt hattet, mit dem Leftanskult und der großen Fruchtbarkeit. Hier könnt ihr vor allem rissige oder spröde Lippen erkennen. Man hat zwar Wasser, aber man nimmt sich nur das Nötigste. Und so wie die Leute hier aussehen, haben sie wohl tatsächlich schon seit einiger Zeit nicht mehr sich gewaschen. Das Wasser ist hier heilig. Und man verschwendet es nicht. Und auch ihr merkt, nachdem ihr geschwitzt habt, Tag für Tag, und den Sand unter eure Kleidung gespürt habt, ihr seid dreckig, ihr seid wirklich dreckig, jetzt schon. Auch wenn ihr wisst, dass ihr noch viele, viele Tage durch die Kurm reisen müsst und noch ein großer Teil vor euch liegt. Aber ihr spürt euch jetzt schon, dass das Mittelreich gütig und gnädig ist. Und Praios von oben drückt. Kann ja gut sein. Ich würde mich trotzdem vielleicht nach einer Kräuterfrau erkunden, oder einen Kräutermann, wie auch immer. Die fährt merkwürdigerweise, ist dir aufgefallen, sowohl im Fasar als auch in den verschiedenen Oasen, die du jetzt bisher gesehen hast, und den einzelnen Dörfern. Immer wenn Novadis da waren, Frauen hast du nie gesehen, das waren immer nur Männer. Habt ihr einen Heiler hier in eurer wunderbaren Oase? Sprichst du Novadisch? Es gibt Tulamidische Sprache. Tulamidisch. Tulamidisch spricht, ja. Aber Novadisch gibt es nicht. Novadi ist ein Dialekt zu Tulamidia, wie es Brabaki zu Gareti ist. Dann würfel mal auf Tulamidia. Okay. Oh, gewürfelt. Salam alaikum. Alaikum assalam, Effendi. Salam alaikum, Prayodan. Prayodan. Habt ihr einen Heiler? Mir ist die Sonnenpaste ausgegangen. Wir haben Heiler. Komm mit. Entschuldigt mich für einen Moment. Ich kann mal meinen Fern. Ja, du wirst dann in ein kleines, getünchtes Gebäude hineingeführt. Eins der wenigen festen Gebäude hier. Und du siehst im Inneren, kommt dir erstmal ein Geruch entgegen von Drogen. Und vor dir sitzt dann verraucht ein alter Mann mit gelben Stummelzähnen und einem verfärbten, ehemals weißen Bart, mittlerweile wohl auch gelblich. Salam alaikum. Alaikum salam. Oder Stuhl Akbar. Preis zum Gruße. Er sagt, habt ihr etwas Sonnensalbe? Mir ist sie aufgegangen. Ah, Sonnensalbe für bleichen Mann. Ja, ich kann geben. Was hast du zum Tausch? Was wollt ihr? Ich könnte euch Gold geben. Gold kann man nicht essen. Mit Gold kann man nichts machen. Nun, ich könnte euch helfen. Vielleicht kann ich euch etwas zeigen aus der Alchemie, das ihr noch nicht kennt. Du hast Buch? Nein, ich habe alles im Kopf. Kein Kitab?
Nein, ich habe kein Buch, nein. Aha. Okay, dann zeig große Alchemie von Bleichermann. Ich würde mal irgendwie das gucken, aus der Alchemie aus der Hand legen, irgendwie das wie ein. Es gibt doch dieses. Wie heißt das Zeug nochmal? Nicht Pyrophor? Pyrophor? Wie heißt dieses Zeug? Pyrophor. Pyrophor, Phosphor. Ja. Genau. Ruf mal stört. Alchemie. Okay. Ist natürlich erschwert, gerade wenn dir dann einige Sachen fehlen, dann muss das ja absolut improvisieren. Das ist Hexenküche, insofern ist Alchemie aus der Hand gelegen, wie gesagt. Ja, aber du musst trotzdem substituieren, wenn die Sachen dann nicht da sind. Ich würfel einfach mal deine Alchemieprobe, genau.